Darf ich Sie was fragen? Das Mädchen, das man hier begraben hat, mit 19 Jahren. Eine Freundin von Ihnen? Warum fragen Sie denn? Ich habe gesehen, dass Sie einen Kranz niedergelegt haben. Das ist mir aufgefallen. Die Schleife ist mir aufgefallen. Ein ungewöhnlicher Text. Sie versprechen etwas. Deine Mörder werden bestraft. Kennen Sie die Mörder? Darf ich fragen, wer Sie sind? Entschuldigen Sie, wenn ich mich nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Trosse, Gerhard Trosse. Ich bin Reporter. Bei welcher Zeitung? Für alle möglichen Blätter. Wissen Sie was? Mit Presse habe ich nichts am Hut. Ihr schreibt und schreibt und fühlt euch immer ungeheuer stark. Wie Leute, die immer alles von ganz oben sehen. Und das kotzt mich an. Ja, ich weiß, dass es einige gibt, die tun so, als stünden sie gleich neben dem lieben Gott. Sie wollen die Mörder bestrafen. Das haben sie ihr versprochen. Wie denn? Hauen Sie ab! Ich hab Hunger. Mir geht's ähnlich. Wollen wir Weißwurst? Ja, gerne. Hallo. Trosse? Du, das ist Trosse. Tja. Waren Sie drin? Nein. Interessanter Fall. So, ja. Na, ich mach sowas nicht. Was machen Sie nicht mehr? Gerichtsfälle. Ich hab das einfach zu lange gemacht. Ja, alles kann ich verstehen. Warum sind Sie dann hier? Ich dachte, ich sehe Sie vielleicht. Vielleicht? Sie haben gewusst, dass wir hier sind. Was? Irgendwas, irgendwas wollen Sie loswerden? Sieht so aus, was? Ja. gut. Dr. Mohr. Ja, Herr Herrick. Können wir mal Ihr Zimmer haben? Selbstverständlich. Ein junges Mädchen ist den Bach runtergegangen, ein Jahr lang auf Entzug gewesen und dann weg mit einem Schlag. Ihr wisst ja, wie die krepieren. In öffentlichen Toiletten. Tja. Ja, was ist denn nun an dem Fall das Besondere? Sie war Schülerin und sie hatte einen Freund. Der heißt Heinz Lissner. Naja, ich sehe schon, ich werde Sie nicht klar machen können. Was? Ja, Sie werden mich einfach rausschmeißen. Sie werden sagen, hau ab, Trosse. Warten Sie es doch ab. Also gut. Der Junge ist ein Amokläufer. Der geht jetzt los. Der hat seiner toten Freundin aufs Grab einen Kranz gelegt und auf der Schleife steht... Deine Mörder werden bestraft. Ja, vielleicht ist es für Sie eine Geschichte. Meinen Sie? Ja. Was meint er mit die Mörder? Er kennt die Dealer, wenigstens zwei von ihnen. Ja, wenn überhaupt jemand bestraft, dann sind es die Gerichte. Naja, ich habe mir sehr gleich gedacht, dass ihr es nicht kapieren werdet. Den Dealern kann man doch nichts nachweisen. Aber er kennt die Dealer, er muss ihm nichts nachweisen. Nachweisen ist ihm scheißegal. Ach, so ist das ja. Und Sie nehmen ihn ernst, nicht? Ja, also ich habe ihn auf dem Friedhof gefragt und später nochmal vor dem Friedhof. Wieso? Wieso waren Sie auf dem Friedhof? Ja, also ich habe ihn gefragt, wie wollen Sie die denn bestrafen? Na, da fragte er zurück, was verdienen die denn? Na, was verdienen die, habe ich dann gefragt. Na, verdienen die nicht den Tod? Sagte er, ja. Das regt Sie auf. Danke sehr. Ja, ja. Seit der Beerdigung ist er nicht mehr zur Schule gegangen und das kurz vor dem Abitur. Naja, er ist jetzt eben auf einem... ganz anderen Weg. Und, warum erzählen Sie uns das nun alles? Ja, ich wollte es gern loswerden. Bei irgendjemandem. Ja, da sind Sie mir eingefallen. Stefanie Neubert. Warum interessiert ihr euch für den Fall? Sind im Zusammenhang mit dem Tode des Mädchens Namen genannt worden von Dealern, mit denen sie direkt zu tun hatte? Nein. Sie haben doch meistens ihren festen Dealer. Ja, meistens. Sag mal, kann ich dein Foto behalten? Nur für ein paar Tage. Ja, natürlich. Die Adresse steht hinten drauf.
Hübsches Ding. Ist ein Jammer. Ja, die Steffi. So wurde sie in der Klasse genannt. Unsere Steffi. Du schaffst es. Sie war auf Entzug gewesen. Schon fast runter. Warum hast du das Foto überhaupt mitgenommen? Drosse hat mich nervös gemacht. Dieser abgetagelte Journalist, ich meine, der bringt's doch nicht mehr. Der ist doch raus aus dem Geschäft. Und wie der rumläuft. Wie läuft er rum? Wie der letzte Penner. Er hat mich trotzdem nervös gemacht. Ich hab gesagt, hau ab. Aber du wartest doch auf den... Du sollst hier verschwinden. Weg hier, raus hier. Mach, dass du wegkommst. Ja. Oh. Entschuldige. Entschuldige. War nicht so gemeint. Sie doch nicht erschreckt. Sie? Hier? Ein Reporter ist immer irgendwie in Geschichten. Nehmen Sie mich mit? Ich wollte Ihnen nur sagen, Lissner ist unterwegs. Er sucht. Sagen Sie, verstehen Sie sich eigentlich selber? Was meinen Sie eigentlich, was ich tun soll? Ich will Sie ja nur auf dem Laufenden halten. Nacht, Derek. Ich wollte Ihnen nur sagen, Lissner ist unterwegs, sucht jetzt. Die Mörder seiner Freundin. Sei unterwegs. Weißt du, was ich glaube? Der hat keine Geschichten mehr und macht sich jetzt eine. Auf den Gedanken könnte man kommen. Ja, Derek, Sie besuchen mich. Na ja, ich besuche Sie. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, natürlich für Sie. Aber bitte kommen Sie doch. Ich muss das nur warm halten. Also sehen Sie, jetzt komme ich doch ungelegen. Nein, überhaupt nicht. Was ist es denn? Ist es Frühstück oder Mittagessen? Ach, ich weiß es selber nicht. Ich esse, wenn ich Hunger habe. Ja, entschuldigen Sie. So, das hört sich ja so an, als machten Sie sich Sorgen, ob ich genug zu essen habe. Spielt alles keine große Rolle mehr. Nur richtig einstellen. So, erledigt. Ach, bitte kommen Sie doch rein. Ja? Danke. Befindet sich alles im Stadium des langsamen Verfalls? Gegen den ich mich nicht besonders wehre. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ach, entschuldigen Sie. Bitte nehmen Sie doch Platz. Verfallserscheinungen haben übrigens auf besondere Weise etwas Angenehmes. Übrigens auch ein geschichtlicher Aspekt. Ja, naja.
Möchten Sie was trinken? Nein, möchte nichts trinken. Ich möchte auch nicht philosophieren, ich möchte Tachlos reden. Also, Lissner sucht die Mörder, nicht? Ja, er sucht die Lokale auf, die einschlägigen. Er weiß genau, wo die sind. Er sieht sich um, er wartet, er fährt stundenlang mit seinem Motorrad durch die Gegend und sucht. Mit großer Geduld. Ja, gehen Sie ihm nach? Ja. Und Sie glauben, er hat die Absicht, jemanden umzubringen? Absicht? Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Aha. Und wenn er den Mann findet, dann wird er ihn umbringen. Na gut, vielmehr nicht gut. Aber warum interessiert Sie das? Sie sehen die Story nicht, hä? Das Mädchen war sein Leben. Das Mädchen ist tot. Getötet worden, sagt er. Und damit lebt auch er nicht mehr. Können Sie sich einen Mann vorstellen, der nicht mehr lebt, aber noch nicht tot ist? So ein Fall ist das. So ein Fall ist das. Er sucht einen Mann, der Igor heißt. Seine feste Tour. Und überall fragt er nach Igor. Haben Sie sich erkundigt, wer Igor sein könnte? Ein Deckname. Seine Mutter ist Ärztin. Eine fabelhafte Frau. Da werden Sie ja mit mir einer Meinung sein. Man wird geboren und das Erste, was man haben muss, Glück mit den Eltern. Und das hat er gehabt. Kennen Sie die Eltern? Die Mutter. Ich habe mich untersuchen lassen. Was haben Sie? Nur um seine Mutter kennenzulernen, da haben Sie genau das. Würde mir über den Jungen haben. Ja, sind Sie das nun? Einigermaßen. Ihr kennt nur normale Verhältnisse, andere akzeptiert er nicht. Da sage ich Ihnen noch was Interessantes, oder? Das weiß ich noch nicht. Was hatten die Ärzte bei Ihnen festgestellt? Sie sagte, ich sei depressiv. Oh, sind Sie das? Sind Sie es nicht? Im Moment ja. Da hinten steht er. Schmeißt sein Abitur weg. Ich habe ihn jemand mitgebracht. Das ist Oberinspektor Derrick von der Kriminalpolizei. Sagen Sie bloß nicht, der kommt zu früh. Ich hol mir mal ein paar Zigaretten. Guten Tag. Guten Tag, Herr Lissner. Polizei sind, kann ich mir nicht verbieten, dass Sie... Schauen Sie, Herr Mann, Sie tragen sich mit Mordabsicht. Bringt er Sie deswegen an? Deswegen. Ja, dagegen, was? Also gut, dann lassen Sie mich mal so fragen, tragen Sie sich nicht mit Mordabsicht? Sind Absichten strafbar? Wenn der Absicht die Ausführung folgt. Schwer zu beantworten. Ich will Ihnen was sagen. Es gibt zwei Leute, denen ich den Tod wünsche. Wenn ich hören würde, dann hätte es erwischt. Wissen Sie, was ich dann empfinden würde? Tiefste Befriedigung.
Jetzt will ich Ihnen auch einmal etwas sagen. Ich werde Ihnen helfen, ihn zu suchen, wenn Sie mir ein paar Anhaltspunkte geben. Wie sieht er aus? Welche Treffpunkte bevorzugt er? Verstehen Sie, was ich meine? Ich biete Ihnen die Zusammenarbeit an. Die brauche ich nicht. Aber besten Dank. Na, sind wohl doch ein paar Zigaretten zu viel, was? So, kaufen Sie. Ja. So, was ist nur? Wohin soll ich Sie bringen? Derrick, ja? Wir wissen jetzt, wer Igor ist. Der richtige Name ist Alfons Köhler. Trapellerstraße 4. Danke, Harry. Ja. Nehmen Sie sich jetzt doch lieber ein Taxi, was? Hier ist es ja, Köhler, Alfons Köhler. Willst du wirklich mit ihm reden? Ja. Alfons, es hat geklingelt, hörst du nicht? Ja, dann mach doch auf. Harry, ich habe mit Lissner gesprochen. Ich habe den gleichen Eindruck wie Trosse, der Junge tut's. Der tut, was er sich vorgenommen hat. Ja. Wir hätten gerne Herrn Köhler besprochen. Alfons Köhler. Muss der andauernd gestört werden. Er lernt, er muss lernen. Ich bin froh, dass er mal an seinem Schreibtisch sitzt. Da sitzt er selten genug. Wer sind Sie? Moment. Ich weiß Bescheid. Aha. Gehen Sie rein. Ja, bitte. Kriminalpolizei. Polizei? Das habe ich mir gedacht. Was will die hier? Aber Vater, reg dich nicht auf. Die haben doch noch gar nicht gesagt, was sie wollen. Ich sage ihm immer, reg dich nicht auf. Sonst holst du dir einen Herzinfarkt. Ja. Das sage ich mir auch immer. Haben Sie eigentlich öfters Besuch von der Polizei? Irgendjemand hat mal erzählt, dass man von mir Rauschgift kriegen könnte. Seither quatschen mich eine Menge Leute an. Sind Sie etwa auch deshalb gekommen? Ich, nein, ich doch. Ich wollte Sie eigentlich nur kennenlernen. Mich? Ja. Jemand behauptet nämlich, wir würden bald miteinander zu tun bekommen. Wieso? Ja. Unsere Aufgabe wäre es dann, Ihren Mörder zu finden. Was? Ja. Wir haben Kenntnis von einer Morddrohung gegen Sie. Im Zusammenhang mit Rauschgift. Mordanschlag gegen mich. Im Zusammenhang mit Rauschgift. Aber Sie haben doch gehört, was ich gesagt habe. Ich habe mit Rauschgift nichts zu tun. Naja, das haben wir gehört. Dann ist das Ganze möglicherweise ein Irrtum. Was sich ja sicher herausstellen wird. Aber ja, natürlich. Selbstverständlich. Wahrscheinlich gibt es gar keinen Grund, sich da jetzt irgendwelche Sorgen zu machen. Sie müssen mir doch Namen sagen. Wer will denn was von mir? Na, passen Sie ein bisschen auf in der nächsten Zeit. Das ist unser Rat. Sie sagen mir also keine Namen. Seien Sie froh, dass wir überhaupt zu Ihnen gekommen sind. Ich empfehle Ihnen, das mal so zu sehen. Na also, wem wird er jetzt seinen Kummer erzählen? Ja. Ja? Guten Tag, ich hätte gern Alfons Köhler gesprochen. Ist das hier ein Taubenschlag?
Mein Sohn ist nicht da. Nicht da? Können Sie mir sagen, wann ich ihn am besten antreffe? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Der sagt mir ja nichts. Ich versuch's dann ein anderes Mal. Besten Dank. Schwierig rauszukriegen, zu wem er will. Merkt er mal das Gesicht? Bin schon dabei. Nein, ich will kein Bier. Wie lange kennen wir uns jetzt schon, Derek? Oh, Mann, Mann. Der Polizist und der Gerichtsreporter. Na, da kommen sicher 20 Jahre zusammen, was? Ja. Hm? Und es waren ein paar verrückte Jahre dabei. Ja, ja, war schon. Da wollen Sie mich doch haben. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, warum es verrückte Jahre waren. Wissen Sie, dass ich ernsthaft darüber nachdenke? Jahre waren voller Pep. Man selber hatte Pep und die Jahre auch. Und jetzt? Also bei mir ist der Pep raus. Total raus. Ich hätte gerne mal einen Artikel darüber geschrieben, warum der Pep auch raus ist aus der Zeit. Könnten Sie denn die Frage beantworten? Hm? Nein, deswegen schreibe ich den Artikel ja nicht. Ne? Die Zeit hat kein Format mehr. Alles geht zu Ende. Weshalb sind Sie hier? Jetzt passen Sie mal genau auf. Ich gehe zu Lissner. Und zwar jetzt. Und will Sie fragen, ob Sie eventuell mitkommen wollen. Okay. Von meiner Frau drin. Hat mir nicht mehr gefallen. Ich gebe alles weg, was mir nicht mehr gefällt. Danke sehr. Guten Abend, Frau Doktor. Ja, ich bin nicht nur Ihr Patient. Ich kenne auch Ihren Sohn, an den möchten wir gerne sprechen, ein Bekannter von mir, Herr Derek. Guten Abend. Guten Abend. Ich wusste gar nicht, dass Sie meinen Sohn kennen. Ich habe ihn auf dem Friedhof kennengelernt, als Steffi beerdigt wurde. Sie kannten Steffi Neubert? Bitte kommen Sie rein. Diese Musik. Sie muss ihn an etwas erinnern und es hat etwas mit Steffi zu tun. Mhm. Bitte kommen Sie. Danke. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Sie sind Polizist. Ganz recht. Es geht immer noch um Steffis Tod. Aber mein Sohn ist doch schon vernommen worden. Man sollte ihn jetzt in Ruhe lassen. Er ist immer noch völlig verstört. Wissen Sie, dass er seitdem nicht mehr zur Schule geht? Ja, ich hab's gehört, ja. Und ich bin einverstanden damit. Trauer braucht seine Zeit und die muss man ihm jetzt lassen. Es war eine ganz besondere Beziehung. Er hat ein Jahr lang an ihrer Seite gestanden. Er hat mit ihr gekämpft, wie man um einen Menschen kämpfen kann. Kennen Sie den Kranz, den er am Grabe des Mädchens niedergelegt hat? Ja. Den Text auf der Schleife? Ja. Deine Mörder werden bestraft. Was meint er damit? Dass Gott sie bestrafen wird.
Ja, mit Ihnen wollte ich doch mal sprechen. Worüber wollten Sie mit mir sprechen? Meine Meinung ist, es gibt nichts zu besprechen. Absolut nichts. Wenn Sie glauben, Ihrer Arbeit nachgehen zu müssen, dann müssen solche Leute wie Igor weg. Alfons, hörst du nicht, dass jemand an der Tür ist? Ich mache nicht mehr auf. Was für Leute kommen denn mitten in der Nacht? Müssen wir das vielleicht einmal sagen? Köhler. Alfons Köhler. Erschossen worden. Wann ist der Sohn nach Hause gekommen, Frau Doktor? Aber er war doch gar nicht weg. Als sie uns verließen, ist er gleich schlafen gegangen. Was ist denn passiert? Alfons Köhler ist erschossen worden. Einer der Dealer, der Stefanie Neubert mit Heroin versorgt hat. Er ist erschossen worden. Ja. Was ist los? Igor ist tot. Erinnern Sie sich noch an meine Worte, was ich sagen würde, wenn ich hören würde, diesen Mann hätte es erwischt? Naja, ziemlich genau. Sie sagten, Sie würden eine große Befriedigung empfinden, eine Erleichterung. Was ist nun? Sind Sie erleichtert? Ich stelle jetzt fest, zu meiner eigenen Verwunderung, dass es darum gar nicht ging. Was ist denn eigentlich los? Was sind denn das für Fragen und was für Antworten gibst du? Sie glauben, ich hätte diesen Mann erschossen. Wurde er erschossen? Ja, wurde erschossen. Wann haben Sie heute Abend die Wohnung verlassen und wann sind Sie zurückgekommen? Ich habe diese Wohnung heute Abend nicht mehr verlassen. Ich habe Musik gehört. Hier ist der Hof, das ist kein Kunststück, hier rauszukommen. Wo ist Ihr Motorrad? Sie werfen meinem Sohn Mord vor? Sind Sie wahnsinnig? Wo ist Ihr Motorrad? Im Hof. Stefan? Fühl mal. Ja, die ist noch warm. Ich muss sie vorläufig festnehmen. Aber das haben Sie ja wohl schon geahnt. Thank you.
Da bewegt sich doch überhaupt nichts. Hast du jemals eine solche Selbstsicherheit gesehen? Also manchmal das Gefühl, der lacht uns aus. Lachen tut er nicht. Ja, du weißt doch, wie ich es meine. Ich weiß auch nicht, ob er so selbstsicher ist. Aber du weißt doch, wie die Leute reagieren, wenn sie hier sind. Wenn wir sie verhören, stundenlang verhören. Irgendwie reagieren die doch immer. Reagieren tut er ja auch. Nur nicht so, wie wir erwarten. Ja, wie reagiert er denn? Ja, wenn ich das wüsste. Er ist erleichtert, ne? Ja, na und? Hat es solche Mörder nicht schon gegeben? Hast du auch wieder recht. Also, Herr Wissner, nochmal von vorn. Ja, ich hab's gerade gehört. Vor einer halben Stunde. Vor 20 Minuten. Von der Redaktion. Die rufen mich immer an, wenn ein Mord anliegt. Aber lassen Sie mich jetzt mal was fragen. Haben Sie den Jungen festgenommen? Ja, ich habe ihn in der Nacht noch festgenommen. Und? Hat er gestanden? Nein. Er hat noch nicht gestanden. Wissen Sie, dass ich mir große Vorwürfe mache? Warum? Weil ich ihn von einem Jungen erzählt habe. Ich habe ihm noch gesagt, was er vorhat. Den habe ich ihm ja praktisch schon als Mörder präsentiert, noch bevor von Mord überhaupt die Rede sein konnte. Kann ich zu Ihnen kommen? Okay, ich nehme mir ein Taxi. Das wissen Sie so gut wie ich, dass ich passé bin. Ich bin doch passé. Ich bin doch nicht mehr der, der ich früher mal war, oder? Den Pep haben Sie nicht mehr. Richtig, den Pep habe ich nicht mehr. Wissen Sie, wie das ist, wenn Sie dabei sind, den zu verlieren? Nein, das weiß ich nicht. Angst kriegen Sie. Ihre Fantasie, die geht mit Ihnen durch. Sie suchen sich jetzt Geschichten und Sie meinen, das müssten ganz andere sein. Jetzt lege ich den Jungen rein. Hören Sie zu. Was dieser Köhler für ein Gewerbe betrieben hat, das wissen Sie so gut wie ich. Ein mieser, dreckiger Dealer in einem miesen, dreckigen Geschäft, in dem Mord nichts Besonderes ist. Mord und Totschlag, das ist doch da gang und gäbe. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Dass Sie den Mörder auch ganz woanders suchen müssen. Ich habe Sie auf diesen Jungen fixiert. Er hat doch nicht gestanden. Nein. Wissen Sie, was ich von dem Jungen halte? Das ist einer, der auch gesteht, was er nicht getan hat. Nur weil er es gern getan hätte. Verrückt, was? Ja, das hört sich verrückt an, ja. Was sagt der Haftrichter? Ich muss den Jungen wieder nach Hause schicken. Er sagt, die Haftgründe reichen nicht aus. Da kann ich ihm nur zustimmen. Dass jemand sagt, den möchte ich, den könnte ich umbringen, das reicht nicht. Mit Recht nicht. Sehen Sie das anders? Sagen Sie mal, was ist eigentlich mit denen los? Was für ein Wandel ist denn das da plötzlich? Zuerst steigen Sie mir den Jungen geradezu auf, Sie rennen mir geradezu nach und jetzt, was ist jetzt? Jetzt wollen Sie mir auf einmal das Gegenteil beweisen, wieso? Eine Geldbörse, ein Kettchen. Tut's Ihnen leid, dass Sie mich laufen lassen müssen? Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber gerne lassen Sie mich doch nicht gehen. Nein, denn ich wüsste sehr gerne, wie es da drinnen aussieht, wissen. Das kann ich Ihnen sagen. Nicht besonders. Sind Sie da innen auch ganz kaputt? Ja? Herr Trosse sagt das, der Reporter. Er sei innen ganz kaputt? Was halten Sie eigentlich von dem Mann? Kann ich jetzt gehen? Das sind ja wirklich beide kaputte Typen. Aber
Etwas, was Drosse sagt, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Ich meine, das ist das ganze Milieu, in dem es ja nun wirklich in der Tat zu Mord und Totschlag kommt. Und dann ist da noch dieser Schücker. Ich meine, auch Lissner sagt, es sind zwei, die er kennt. Der zweite Mann. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich hätte eine Frage. Es geht um einen Umzug aus dem Ausland. Ja. Und dann noch was. Sagen Sie mal, wer ist denn der Mann da? Das ist unser Juniorchef, der Herr Schücker. Warum fragen Sie denn? Spielt der Tennis? Tennis? Tennis spielt er nicht. Ich sage Ihnen jetzt mal die Tarife. Kommen Sie bitte. Selbst einen Kranken, von dem ich nicht weiß, was er hat. Mach dir keine Sorgen, Mama. Die Sache mit Steffi geht mir halt nach. Aber dass man dich für einen Mörder halten kann, ich kann dir gar nicht sagen, wie entsetzt ich bin. Die Polizei tut ihre Arbeit, Mama. Dein Kranz auf dem Friedhof war es. Ja, ganz offensichtlich. Man hat den Text nicht richtig verstanden. Wahrscheinlich nicht. Er ist auch ungewöhnlich. Er wirkt aggressiv. An einem Grab ist man nicht aggressiv. Willst du nicht wieder zur Schule gehen? In diesem Zimmer, mit dieser Musik, du machst dich ja verrückt. Keine Sorge, Mama. Nur noch ein paar Tage. 3-4 Tage. Frau Doktor, ich komme. Ich habe mir gleich gedacht, dass ich Sie nicht loswerde. Na, hören Sie mal, jetzt laufen Sie mir nach, jetzt wollen Sie mich plötzlich loswerden. Nein, kommen Sie bitte rein. Ich war gerade in der Redaktion. Worüber schreiben Sie denn? Über Schuld und Sühne. Nein, nein, also... Die Redaktion möchte von mir einen Artikel haben, was so los ist in der Rauschgiftszene. Ich bin da so irgendwas wie ein Experte. Aber nun erzählen Sie mir mal, warum Sie gekommen sind. Die Beziehung zwischen Ihnen und Lissner. Lässt Sie wohl nicht schlafen, was? Also, ich war als Reporter unterwegs. Und da habe ich die Kleine gesehen in der öffentlichen Toilette, wie sie da lag, das Leben noch nicht ganz raus. Aber ja, 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 das weiß ich ja, ne? Verstehen Sie mich nicht falsch, sie war tot, aber das Leben war noch vorstellbar. Wenn Sie erst mal auf den Seziertisch liegen, ist das Leben nicht mehr vorstellbar. Aber so konnte man noch sehen, dass da ein Kind lag, ein Lebensanfang. Ein junges Mädchen, dem was mitgegeben worden war. Äußere Schönheit, innerer Glanz, der noch da war und ganz langsam wegging in diesem Scheiß-Pissoir. Da habe ich mir gedacht, krieg raus, wer das Mädchen ist. So kam ich an Lissner, diesen erstaunlichen jungen Mann, dem man alles kaputt gemacht hat. Wirklich alles. Ich habe Erkundigungen über Sie eingezogen. Ich wollte wissen, wer Sie eigentlich sind. Sie kennen mich doch seit 20 Jahren. Und vielleicht überhaupt nicht. Was haben Sie rausgekriegt? Dass Sie ein ganz armer Hund sind. Sind wir das nicht alle? Sie haben privat eine Menge Ärger gehabt. Ihre Frau hat Sie betrogen, hat Sie verlassen. Ihre Kinder haben die Verbindung zu Ihnen abgebrochen. Ja, ja, so gesehen bin ich wirklich ein armer Hund. Hören Sie zu. Ich versuche zu begreifen, was Sie mit Lissner verbindet. Sehen Sie das denn nicht? Das ist doch auch ein armer Hund.
Nur er hat sich noch nicht dran gewöhnt und das ist sein Problem. Naja, sie sagt noch eben, Sie sind ein Experte in der Szene, nicht wahr? Ja, ja. Was sagen denn Ihre Zuträger jetzt? Ja, was sagen die? Die sind natürlich alle aufgeregt. Der Mord an Köhler, der hat sie alle aufgescheucht. Die ganze Scheißbande von Händlern, die Großhändlern, Zwischenhändlern, Kleinhändlern. Ich glaube, ich habe jetzt den zweiten Mann. Na gut, ich werde es Ihnen sagen. Es ist der Juniorchef der Speditionsfirma Schücker. Respekt, Derrick. Und jetzt habe ich natürlich eine Frage. Kennt auch Listener diesen zweiten Mann? Ich weiß es nicht. Hey, Sie da! Wollen Sie die Stadt machen? Gewöhnlich ist er um diese Zeit immer hier. Oder in anderen Lokalen. Er ist hier überall zu Hause. Er kommt immer erst hier. Er trinkt hier sein Bier und dann finden sich seine Spezies ein. Die Frage wäre, können Sie ihn nicht festnehmen, nur für ein paar Tage einsperren? Nein, das kann ich nicht. Aber es gibt dafür keine Gründe. Aber er ist mitten im Rauschgiftgeschäft. Ich bringe Ihnen ein paar Zeugen. Hauptsache, er ist erstmal weg von der Bildfläche. Kann mir einer der Herren sagen, wie spät es ist? Kurz vor sechs. Danke. Na, hoffentlich hat mein Laden noch auf. Nochmals, vielen Dank. Sehr nett gewesen von Ihnen. Danke. Ihrem scheiß Helm nicht abnehmen! Hast du bei Lissner angerufen? Ich habe ihn nicht erreicht, es meldet sich niemand. Trosse glaubt, dass dein Juniorchef, der Schücker, gleich hier auftaucht. Ja, weil das jetzt seine Zeit ist. Er trinkt hier sein Bier und dann trifft er seine Leute. Ja, was machen wir mit ihm? Da steht er. Wenn Sie einen Kerl mit einem Motorrad hören sehen, sofort den Zentrale melden. Selbstverständlich, Chef. Okay. Nicht einmal ein Bier hat er getrunken. Jetzt geht er rüber in die anderen Lokale. Er fängt seine Tour an. Die geht dann durch ganz München. Was soll ich machen, Stefan?
Wir werden versuchen, ihn zu überraschen. Verstehst du, ihn und Lissner? Ja, aber es geht nicht so schnell. Ich habe nur zwei Mann draußen im Berger. Ja, ich verstehe das sehr gut. Ruf doch noch mal bei Lissner an. Ruf seine Mutter an in der Praxis, vielleicht weiß sie, wo er ist. Dr. Lissner? Nein, er hat nichts gesagt. Ich gebe zu, ich bin selbst ganz besorgt. Er kommt normalerweise immer rein und sagt, dass er geht und wohin er geht. Warum fragen Sie? Er soll uns anrufen. Oder wenn Sie erfahren, wo er sich aufhält, rufen Sie uns an. Na, ich bin sehr in Eile. Vielen Dank, auf Wiederhören. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Brauchen Sie mich noch? Nein, nicht mehr. Vielen Dank. Du, Harry, stell mal fest, wo Schücker jetzt ist. Schücker hat uns abgehängt. Was? Ringfahndung, sofort. Da hinten steht ja noch ein Motorrad. Ich sehe keins. Wohin fahren wir? Die Spedition. Ganz geheuer hier, deswegen mit dem Motorrad im Parkhaus. Was gibt's da überhaupt nicht, Mensch? Los! Das Tor, aber schnell. Alles da, wenn ihr was trinken wollt. Ist da jemand? Wer ist denn da? War ja 17. Schießerei in der Spedition. Von wegen Ringfahndung. Komm, fahr los.
Stefan! Zu Ende. Aber er will sie noch sprechen. Es tut mir leid, aber er hätte es doch getan. Da sind Sie doch auch ganz sicher, dass er es getan hat. So ein Junge. So begabt. Sicher vergessen wird, was ihm widerfahren ist. Ich meine, er sollte noch die Chance haben. Soll man nicht dabei sein? Du hättest es doch getan. Nicht wahr? Du hättest es doch. Da habe ich es für dich getan. Ich habe gesagt, dass ich den Ersten auch erschossen habe. Dabei musst du bleiben. Hast du mich verstanden? Listen, huh?